Ja, hallo, ich bin die Lisa und das ist der Kaspar. Und wir dürfen euch heute den Grätzlgarten als Grund vorstellen, der sich im letzten Eck vom Campus der Uni Wien befindet und der in den letzten Jahren ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens geworden ist. Wir bewirtschaften hier ein Beet, so wie 14 andere Familien, Parteien, Einzelpersonen oder auch andere Initiativen. Jedes Beet hat hier 8 Quadratmeter, das ist meistens 2x4 Meter. Und da kann man dann anbauen, was man selber gerne möchte. Da gibt es von Wassermelonen über Zucchini, über Tomaten, über fällt dir noch was an? Erdbeeren. Alles Mögliche. Der Garten ist 2012 entstanden auf die Initiative einer sehr engagierten Gruppe, die sich zusammengetan haben und nach Grund gesucht haben, wo sie in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld einen kleinen Garten erschaffen können. Es war vorher komplett nur Schotter und überhaupt nichts, kein fruchtbarer Boden. Also da war wahnsinnig viel Arbeit, das alles mit Erde zu befüllen und zu bepflanzen, und das ist draus geworden seitdem. Im Großen und Ganzen ist der Garten einfach ein Ort der Begegnung, wo ganz viele verschiedene Menschen zusammenkommen. Also einerseits die Menschen, die hier Beete bewirtschaften, das sind oft Leute, die in der Umgebung wohnen, mit ihren Familien. Jetzt, seit diesem Jahr haben wir auch zum ersten Mal eine andere Initiative herinnen, und zwar Fremde werden Freunde, ein Beet bekommen. Das ist der Miteinandergarten für Fremde werden Freunde. Fremde werden Freunde ist 2015 aus einer Geflüchteteninitiative heraus entstanden, und es geht darum, Menschen dabei zu unterstützen, sich zu engagieren. Und es gibt ganz viele verschiedene Aktivitäten, unter anderem dieses Jahr auch, seit diesem Jahr auch eine Gartengruppe. Das heißt, auf diesem Beet von Fremde werden Freunde garteln Geflüchtete mit Österreichern gemeinsam und sitzen auch oft am Nachmittag da und plaudern. Wir versuchen auch immer, die Gartentüren so weit aufzumachen wie nur möglich. Also sprich, zu unterschiedlichen Anlässen Leute herein einzuladen und auch ein bisschen davon zu erzählen, wie wir entstanden sind, weil wir glauben, dass das durchaus auch inspirieren kann. Das Tolle an diesem Garten ist meiner Ansicht nach, dass man hier sehr gut sehen kann, dass man auch als Einzelperson organisiert in einer Gruppe wahnsinnig viel schaffen kann. Und hier ist wirklich aus dem Nichts, auf die Initiative einer kleinen Gruppe heraus, was wahnsinnig Tolles, Buntes, Fruchtbares entstanden, wo man sieht, dass es absolut möglich ist, in einer Stadt wie Wien sich seinen Lebensraum zu gestalten.